Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge in der schwarzen Edition. Haha, nur mal richtig gerettet. Ja, im letzten Part haben wir die Arena begonnen und haben leider Domi verloren. Ja, ist leider eine Intensität 8 Crit zum Opfer gefallen. So, jetzt gehen wir voran, denn heute wollen wir Camilla platt machen. So, plups. So. Ach ja. Irgendwie lastet jetzt derzeit ein Fluch hier irgendwie. Erst Maki und Sherry, dann Domi gestern. Ach Gott. Und ich hatte mich noch beschwert. Hey, wir haben so viele Wasser-Pokémon. Huch. Bald stehst du ihr gegenüber, der Arena-Leiterin für Rayona City. Aber zuerst musst du noch an mir vorbei. Ich wurde von Camilla ausgebildet. Ich werde keine Schande über diese Arena bringen. Na dann, komm mal her. Komm mal her. So, ein Pokémon. Und es ist... Kikli. Warum? Aber ich habe Kirito vorne. Das ist natürlich klasse. nö. Mal sowas von nö. Kirito kommt zurück. Sasuke wird das übernehmen. Durchbruch. Zack. Alter, zieht das trotzdem viel ab. Konfusion. Patsch. Oh Gott. Kannst du nicht noch weniger abziehen? Verwirr's wenigstens. Na, natürlich nicht. Warum sollte man das auch verwirren? Mach irgendein Bullshit, komm schon. Sprungkick. Autsch. Klasse. Ich habe gesagt, du sollst irgendein Bullshit machen und nicht hier mit Sprungkick jetzt ankommen. Offenlegung. Ja gut, das ist in Ordnung. Sehr schön. Denn jetzt können wir dich mit Konfusion finishen. Oh, da war der Crit. Den hatte ich aber auch wirklich ehrlich gesagt erwartet. Nach einem Energiefokus. Bin ich froh, dass der Sprungkick mich nicht gerettet hat. So, ich habe schon, aber ich denke, ich werde noch genug Prozell, um besser zu werden. Nee. Hast du nicht. Geh nach Hause. So, oh Gott. Ich habe schon jetzt ein Grauen, ey, was da auf mich artet. Welche Pokémon haben sie jetzt am meisten eingesetzt hier in der Arena? Kann man nicht sagen. Das waren alles Mögliche dabei. Oh Gott. Okay, das erste. Also in Schwarz hat sie doch zwei Emolgas und dann Elzeba, ne? Oh Gott, wer wird. Oh, ne, Zebra. Zebra ist meine. Oh Gott. Ich will nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich werde auch nie mit Dings anfangen. Nee, Kirito werde ich nicht anfangen. Ich werde mit Elvis anfangen. So, hallo. Na, dreht sich bei dir von der rasanten Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werden dich meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen. Ja, Leute, los geht's. Boom. Oh, die Luminion. Hallo, Luminion. Okay, dann haben wir ja schon mal den besten Lied vorne. Erstmal mit Rasierblatt austesten. Regentanz. Okay. Na dann, Rasierblatt, ne? Dann setzt er. Gott. Bitte, Elvis, triff. Ich weiß. Oh, Elvis ist so schlimm als Anziehungsopfer. Ah. Oh. Man muss ja nur an Pummeluch denken. Wo ein halbes Jahrhundert erstmal dachte. Ich greife mal nicht an. So. Oh, sehr schön. Ponita. Naja, wir sind im Regen. Also ich habe da jetzt nicht die... Deswegen werde ich auch Kirito einsetzen. Das ist ihr Ersatz auch für Emolga, ne? Oh, ich habe so Angst vor dem Ersatz vor Zebritz. Also von Zebritz. Ja, mach mal deine... Nitro-Ladung, das wird den Null bringen. Oder dass du schneller bist. Aber es nützt dir auch nichts, mein Lieber, denn
Guck mal, ich bin jetzt so arrogant, ich setze jetzt einfach mal Antikraft ein. Bam! Und hoffe einfach mal auf den Boost. Den ich bestimmt nicht bekommen werde. Warum sollte man mir den auch geben, ne? Sehr schön. Regen lässt nach. Da kommt tatsächlich ein Zebritz. Was? Wieso hast du dein Signatur-Pokémon? Willst du dich verkackeiern? Ach nein, das wird jetzt. Komm zurück, Kirito. Elvis. Wieso hat die Signatur-Pokémon? Auch hätten wir doch jetzt Domi noch. Nitro-Ladung, ja. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich einen Reflektor reinschmeiße. Alter. Way too much. Viel zu viel. So. Wie viel zieht Nitro-Ladung ab? Ich habe jetzt volle KP. 36, okay. Dann werde ich jetzt ganz flott einen Reflektor rausschmeißen. Denn so kann ich die. Mach von dir Schockwelle. Warum auch immer du jetzt gerade Schockwelle machst, ist mir gerade egal. So, dann können wir nämlich die nächste Nitro-Ladung nochmal halbieren, den Schaden. Und können dann Zebritz in Ruhe mit Rasierblatt verknüppeln. Und da kommt sie nochmal. Autsch. Ja, wie gesagt, das macht jetzt zum Glück nur noch halben Schaden. So, einmal Rasierblatt bitte. Wie gut, dass es keine Fähigkeit ist, die den Angriff erhöht. Kommt dann natürlich jetzt ein Crit, habe ich noch ein Problem. Aber davon will ich jetzt nicht ausgehen. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt nochmal crittet. Und wie gut ist Nitro-Ladung auch nicht verbrennt. Sehr schön. War mal ein guter Roll, ne? Oh Gott. Da hat die tatsächlich ihr Signature-Pokémon. Warum? Wahnsinn, ich bin hin und weg von deinem Kampfstil. Du bist wirklich ein toller Trainer. Ich bin beeindruckt. Hier, den hast du dir verdient. Ja, das will ich auch hoffen, denn Arena hat mich Domi gekostet. Auch ein Witz, ne? Verlierst das Pokémon nicht beim Arena-Leiter, aber verlierst es bei einem Random-Trainer. Zusammen mit dem Volt-Orden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon bis Level 50 hören auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probieren Sie doch mal aus. Furiensch. Dafür hast du die aber auch überhaupt nicht eingesetzt, ne? Voltwechsel, ja, Voltwechsel. Dieses geht's wohl nach Maria City. Da gibt es schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man ja gar nicht hin. Keine Bange, ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Ach nein, blöd. Stopp. Ich hatte ehrlich gesagt richtig Panik jetzt gerade gehabt, als die da wirklich mit Zebritz ankam. Domi wäre natürlich perfekt gewesen, aber der musste ja mal eben von dem Kamerot gequittert werden. So. Gab's hier noch ein Item drin? Nee. Man kennt es ja so. Hey, da gibt's so ein Item drin. So, jetzt gehen wir uns aber erstmal heilen. Und uns dann von Domi verabschieden. Domi, warum? My friend, warum? Können wir uns ein neues Pokémon fangen? Ja, können wir. Unten bei Maria City gibt es ja dieses Gras, wo wir uns ein Pokémon fangen können. Und auch oberhalb. Das heißt, wir können unsere Reihen wieder auffüllen, wenn wir denn diesmal ein vernünftiges Pokémon bekommen. So. So, dann Pokémon bewegen. Domi, es war echt toll mit dir. Es tut mir echt leid, was dir passiert ist, aber... Och man, du warst... Och, ich habe angefangen, dich zu lieben und... Lebe wohl, mein Freund. Mach's gut. So.
Tja, die Reise muss weitergehen. Hört sich doof an, aber... Nee, ich will mich. Was soll man machen? Was soll man da machen? So, au revoir. So. Ach nein, kommt hier nicht gleich Sharon? Ja, ich liede mit Elvis. Warte, Cicel! Wir haben beide den Voltorden, doch wer von uns ist stärker? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Oh Gott, musst du jetzt kommen? Wie viele Pokémon hast du denn? 4. Und du fängst an mit... Ja, fängt mal eben mit Serapendra an, warum nicht? Ja, da war diesmal war Elvis leider die falsche Wahl. Oh Gott, ich kann Serapendra nichts richtig einwechseln. Ich muss Kirito nehmen. Kirito, du bist dran. Mach Staffette oder so ein Kack. Nein, mach natürlich nicht. Naja, Kieferbiss sollte nicht so. Und wir nutzen eine Artikraft. Hilft zu schon schön. Das ist sein Kleopatra normalerweise. Alter, ja, hör auf mal zu quitten! Oh. Ja! Die Antikraft Boost! Bitteschön! Sehr schön! Och nö. Wieso hat er denn jetzt auch einen Kikli? Was mache ich denn da? Ich kann nur auf Sasuke setzen. Geht halt nicht anders. Soll ich doch machen. Sehr schön. Fängt ja schon mal gut an. Komm jetzt, mit einem Schlag Quit. Mach Quit oder so. Komm schon. Och nein. Okay, das ist eine Zitrobeere. Auf damit! Kannst du nicht verwirren. Es waren jetzt 29. Oh Gott. Auf damit. Ich habe Kirito 27. Dagegen könnte ich ja jetzt eigentlich auch mal Sasuke gebrauchen. Deswegen werde ich auch mal Sasuke jetzt auf eine Limonade geben. Was macht denn ein Rotitox? Zeig mir das mal. Schlammbad. Gut. So, sehr schön. Und wir kloppen uns. Oh, jetzt fängt der mit Horta an. Auf zu horten. Nee, er braucht auch gar nicht so zu grinsen, den Rotitox. Ich grinse doch gar nicht. Sehr schön. So, was kommt denn uns jetzt entgegen? Ein Perlu. Oh, und ich hatte echt hier schon Panik gehabt, da kommt mit sonst was an. Okay. Komm, das macht jetzt Vivi mal. Vivi, du bist drin. Er kommt mit Aquacana ran. Schick. Gott. Elektroball. Zack. Sehr schön. Das war ein One-Hit. Naja, mit Wahlglas plus Step und auch höherer Initiative. Kein Wunder. Du bist so stark wie immer. Ich freu's. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Na, Camilla. Ihr beide seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Los gehen wir. Oh, Camilla! Es ist nur eine Freude! Ein Festival, großartig! Das Leben soll ja Spaß machen! Wer ist das? Das ist Lauru, der Champ der Einhalregion. Der Champ? Warum verplant der Champ an einem Ort wie diesem seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tach, ich heiße Lauru. Ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einhal. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern ich bin auf Reisen.
Ich will alle Winkel von Ayal kennen, wie meine Westentasche. Ich komme aus Avenizia und heiße Charon. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Sehr gut. Das Ziel seiner Reise zu kennen ist lobenswert. Aber was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Ist das als Zielsetzung wohl genug? Verstehe mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, was ich verfolge. Verbringt doch etwas Zeit mit den beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wenn ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten, wollt ihr zwei nicht. Hey, ihr zwei, kommt mal kurz her! Alles klar, aber zuerst. Dankeschön. Und los geht's. Oh Gott, das ist schon die Stimme von Naruto anstrengend. So, was kommt ihr denn beiden? Blanas und Gelatropo. Das ist natürlich toll gegen die beiden Pokémon, gegen das Pokémon, was ich vorne habe. Da kommt ein Serapendra an. So, nee, ich werde nicht mit ihm drin bleiben. Er hat Blanas, das wäre ein ziemlicher Tod für. Ich werde nur mit Sasuke reinwechseln. Mogelhieb, natürlich auf mich. Autsch. Sehr schön, der Kiefer bis auf Plan, das müsste One-Hit sein. Ja, wollte gerade sagen, es müsste ein One-Hit sein. Ah, die Zitrobille wäre weggefuttert. Eisnebel. Ja, das wird nichts, das bringt nichts, mein Freund. Da kommt hier eine Konfusion. Und er setzt wieder Kieferbiss ein und frisst auch ihm die Zitrobille weg. Spiegelsalve. Warum auf mich? Bam. Ah, Sasuke. Giftschweif. Bam. Sehr schön. Mein Pokémon war ja total süß. Mein Pokémon hat genauso gekämpft, wie ich es ihm gesagt habe. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, meine Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit den Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist das vollkommen in Ordnung. Gehen wir zur Maria-Zugbrücke, ist das nicht mehr weit. Der Champ ist der Stärkste. Eine andere Antwort brauche ich nicht. Wartet! Ich habe noch ein neues Item vergessen. Hier entlang. Zeit anzurufen. Ich bin's. Lass wieder die Zugbrücke runter. Ich habe hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Und die Brücke fällt. Klack. Da muss ich immer an die Simpsons voll denken, als Humor mit seinem Kopf zwischen den Zugbrücken ausstellt. Das muss doch Matsch machen. Auf mich warten Dreharbeiten. Teil verabschiede mich. Die Arena der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig. Also viel Glück. Ja, tschüss. Ich bin ein Trainer. Ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör geschenken. Ach, Charon. So, jetzt hole ich mir aber erstmal das Item da unten. Was ich die ganze Zeit verpennt habe mitzunehmen. So. Ein Fokusgurt. Oh, nice. That's nice. Mal sehen, vielleicht kommen wir ja sogar noch heute dazu, die beiden Pokémon zu fangen. Wäre klasse. Dann könnte ich zumindest schon mal gucken, ob ich vielleicht bis zur nächsten Folge das Team ein wenig umstelle. Können wir hier nicht auch ein Pokémon fangen? Ich wollte mir gerade sagen, Maria Zugbrücke kann ich auch ein Pokémon fangen. Vielleicht hat er eigentlich immer hier ein Dings rum, Pikulente, aber. Jetzt natürlich Pikulente dürfen wir es nicht fangen. Ja, komm her. Da. Ein Kuss. Ein Costilla. Hallo Costilla. Mit Vorwarnung. Sehr schön.
Machen wir einmal Stärke. Ja, danke schön, Elvis. Gott, kein Pokémon auf der Maria-Brücke von uns. Dankeschön, Elvis. Wirklich sehr herzlichen Dank. So, jetzt müssen wir mal wieder Vivi nach vorne packen, weil Elvis und Sasuke sind doch jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Toll, dankeschön. Ich hätte Kusuna wirklich sehr gerne genommen. Muss ich ganz offen sagen, ich hätte sogar Sasuke dafür rausgepackt. Weil Costilla wird für Rosana und dann haben wir ein Eis. Hätten wir ein Eis-Psycho-Pokémon gehabt. Oh nein. Warum auch? Gönn uns das Pokémon bloß nicht, Elvis. gibst du mir nicht irgendwas? Nein. Gib mir nix. Oh. Ihr seid also die Kindtrainer, von denen Camilla gesprochen hat? Ich bin Turner, der Aldeiner der Tasche der Stadt. Ein herzlichen Empfang dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Das Herunterlassen der Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Typ Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf dem freien Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke vor uns heruntergelassen habt, aber der Sinn trifft uns doch, wegen der Flucht keine Schuld. Es ist ja auch ruhiger. Fakt ist, dass ihr hier seid, und dass diese Halunken von Team Plasma ins Stadtinnere abgehauen sind. Auch wenn das jetzt hart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Ach ja, wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? So ist das ein ganzes Ergeben und Nehmen. Volle Sau. Einverstanden, ich war ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Und wenn ich bei der Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Nun siehst du, ich gehe da mal vor. Mach das! Ich habe wieder ein Mikrofon gepustet. Ich werde jetzt erstmal mir neue Pokémon fangen. Lässt du mich vorbei? Lässt er mich gut. So, dann. Unser Pokémon für Maria ist eine Pirsifbeere. Nee. Nee. Ach Quatsch, ich wollte jetzt nichts hier. Da. Hier ist grünes Gras, also dunkelgrünes. Also. Und. Ein Voltilam. Wird mich jetzt zwar wieder abnerven, weil Elektro-Pokémon, aber ich mag Voltilam. Voltilam ist süß. So, dann machen wir einen Finster-Aura bitte. Und Kill ist bei Möglichkeiten nicht. Tut er nicht, Gott. Hyperballus! Das wird wieder ein Pokémon, was einen Namen bekommt von jemandem aus meinem realen Leben. Weil es ist ein süßes, ein tolles Pokémon, ein wunderschönes Pokémon und deswegen bekommt es den Namen. Moment, groß. Wo ist das S? Da. So, sehr klein. Sandra. So, perfekt. Ja gut, das war unser Pokémon für Maria. Ich hätte mir jetzt zwar gerne noch ein anderes Pokémon gewünscht, aber... Können wir nicht sogar schon... Ah ne, das ist ja vom Elektronetz verbarrikadiert. Was hätten wir denn noch kriegen können? Och, ein Serpifeu. Naja, ich bleib lieber bei... Ich bleib doch lieber bei dem Punkt auf Elvis. Tschüss, au revoir. Ein Machtquart. Ja, warum nicht? Kann man die EVs so trainieren? Das ist eine unglaubliche. Gibt der uns nicht normalerweise den Beulhelm? Doch, da ist der Beulhelm. Sehr schick. Den gehen wir gleich mal. Unserem. Aber er hat den Dings, ne? Dann gebe ich das jetzt Elvis. Da ist er. So, jetzt fangen wir uns noch an andere Pokémon. Und beim nächsten Mal machen wir dann die Story weiter.
So. Okay, dann unser Pokémon für Route 6 wird sein. Ein Corazon. Okay. Hab ich nichts gegen. Natürlich haben wir schon einen gesteinten Wasser-Pokémon. Also keinen Zuwachs für unser Team. Schade. Das ist eigentlich immer männlich. Weiblich, dann habe ich auch. Oh Gott. So. Wie ist es? Flottball, bitteschön. Ich kann keinen Elektroball machen, dann kill ich es. Heilung und. Oh Gott. Vielleicht kriege ich es ja zum Flinchen. Nö, man sowas von gar nicht. Ach, Vivi. Das wird nichts mit dir. Überlassen wir das mal Sasuke. Ja. Gucken wir mal, ob Sasuke was daraus machen kann. Oh Gott. Oh Gott, viel zu viel. Hör auf. Lass das. Alter. Elvis. Pam! Da kommt sogar der Blubber. Ist natürlich ein bisschen geboostet durch den Regen, ne? Zack, zack. Sehr schön, da kommt sogar der Boost. Ja, mach du mal Genesung, dann werde ich mich weiter mit meinem Angriff boosten und irgendwann ziehe ich dir mehr ab, als du dich genesen kannst. Pam, pam. Ach Mann. Metallclown Boost, komm. Hilf mir, hilf mir. Sehr schön. Das war ein Volltreffer. Okay, Rasson, du nervst mich so extrem gerade. Da kommt der Felswurf. Zack. So. Hyperball jetzt. Ja, pam! Wit. Oh Gott. Oh, das ist viel nervt. Dann mache ich jetzt den, warte mal mit meinem Timerball hier. Ja, wunderbar. Rasson wurde gefangen. Sehr schön. Viele von ihnen leben in den sauberen Seen im Süden. In verschmutzten könnten sie nicht leben. Aha. Corazon würde ich schon irgendwo wahrscheinlich ins Team nehmen. Also, wenn zum Beispiel Kirito etwas passiert oder so. Das gleiche gilt für Sandra. Wenn Vivi was passieren sollte, dann nehmen wir auch sie ins Team. So, Sabine. So, und dann gehen wir zurück. Dann werde ich uns jetzt einmal heilen und dann beenden wir den Part mal für heute, würde ich sagen. Natürlich tun wir unsere neuen Kameraden erstmal auf die Bank. Auf die Bank, genau. Nein. Ab aufs... auf die Lagerung. Ich würde sie echt gerne ins Team, aber wir haben schon ein Wasser-, Gestein-Pokémon und ein Elektro-Pokémon. Also wieder keine Teamerhöhung hier. Erweiterung und bla. So. Ja. Ach Quatsch, nicht Vivi. Hier Sandra. Und Sabine. Obwohl, wisst ihr was? Warte. Den Spot haben wir frei, den können wir nicht nehmen. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, würde ich mal sagen. Hier, wir nehmen Melanie mit. Ja, Leute, dann würde ich sagen, beende ich jetzt den Part auch mal hier. War erstmal danke fürs Zusehen. Wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet und vielleicht auch das rote, den roten Button oben kraulen könntet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.